Hallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Power Revolution Projektes. Ja, wieder Nigeria, was auch sonst. Ja, wir haben letztes Mal Russland erobert. Ist noch unter unserer Kontrolle. Manchmal wird mir gerade das auch Bulgarien jetzt auch gefallen. Mensch, Bulgarien. Also Bulgarien existiert auch nicht mehr. Schade eigentlich. Ja, Litauen ist auch leider gefallen. Lettland konnte ich gerade so noch retten. Also sie sind scheinbar noch unter Eigenkontrolle. Die Russen haben ganz schön viel eingenommen. Ich weiß, ein Teil eines Paktes oder so. Man weiß es nicht. Frankreich hasst mich irgendwie. Was ist denn Mali los hier? Ich vorhin gesehen, wurde irgendwie eine Stadt angegriffen. Hier. Ich brauche hier auch mal Hilfe. Vielleicht können wir bei der UN mal beantragen. Jetzt wäre es Krieg, aber vielleicht. Naja, gibt's nicht. Okay, schade. Jetzt können wir es versuchen. Wir sind Weltsicherheitsrat. Ist wirklich das. Ja, scheiße. Haben wir so schlechte Cyberdings? Okay, stimmt halt wirklich. Dann muss jetzt da auch mal ein bisschen Geld rein. Da finden wir das Geld raus. Budget kürzen, wo es geht. Wir haben fast 1 Milliarde in Geheimdienste. Wie komme ich denn an diese 1 Milliarde ran? Jetzt werde ich jetzt alle Feuer. Wenn ich die Leute Feuer, kriege ich sogar weniger Geld oder was? Was sind jetzt Kosten? Ich die Feuer? Okay, vielleicht wegen Arbeitslosen, was ja, obwohl wir haben ja gar keine. Weil die ja seit Jahrzehnten nicht durchkommt. Ah, stimmt, das hätte ich mir ja auch kaufen können vom Geld. Gucken wir mal Russland nochmal. Können wir vielleicht eine zweite Wahl-Dings machen? Müssen ja auf die rechten Kräfte gehen. Kriegen wir ein kommunistisches Russland, obwohl sich das nicht großartig ändert. Union für traditionelle Dings. Ja, dann nehmen wir hier halt die. Wenn wir das andere eh nicht hinbekommen. Zur Kenntnis. Ja. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ist auch wirklich jede Folge dasselbe. Jetzt geht es alle auf Weißrussland. Usbekistan haben sie auch alle Krieg und Turkmenistan und welches da noch auch immer noch. Boah, also, ich glaube, dieses Projekt besteht nur noch aus Kriegen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Hier, wir haben unser. Da, unser. Was ist denn unser Atomkraftwerk? Da ist es. Strom haben wir noch genug. Stimmt, die Fossilen bauen wir jetzt alle ab. Ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe vergessen, Leute zu feuern. Ja, tatsächlich. Naja. Ich könnte ja mit Russland einen neuen Vertrag machen, wenn die jetzt wieder auf unserer Seite sind. Oh, es sieht so schlimm aus. Ich will gar nicht gucken, wie viele Kriege sind. Mit Weißwasser könnten wir uns aber hier auch noch anlegen, aber. Ich glaube, wenn wir zu kriegslustig werden, dann sagt auch unser Falk, no, 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 no. Das gibt es nicht. Denke ich in den USA irgendwas erobert? Nö, haben sie nicht. Nö, nö, nö. Wird es schon immer dazu? Das Guam? Das kleine Ding? Warum halten die in der Sonne unwichtige Inseln? Okay, manchmal will man die Gründe vielleicht gar nicht wissen.
So, man kann auch. Jetzt ziehe ich erstmal alle zurück wieder. Ja, da sieht man, das Militär muss noch weiter investiert werden. Ja, Nigeria ist wieder kriegsfrei. Denn wir möchten nicht mehr kämpfen. Einer meiner Männer konnte Schlüsselpositionen. Na? Aber ich denke, wir kriegen die auch gut klein. Ach, nur ihr Söldner? Okay, dann sollten die jetzt ja tot sein, oder nicht? Was haben wir denn für scheiß Cyberkräfte? Das BP ist wirklich nicht schlecht. Okay, es liegt wahrscheinlich an Polen und Niederlande am größten Teil. Ja, die Sanktionen. Ach so, ja, wir haben die noch sanktioniert. Stimmt. Aber ich kann die Sanktionen noch nicht zurücknehmen. Wir haben den Rindfleischvertrag mit denen. Kaufen wir oder was? Okay. Ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Naja, Russland müsste wieder im Krieg sein. Ich will die Sanktionen zurücknehmen. Da bin ich aber gezwungen, Russland zu sanktionieren. Jetzt geht der ganze Krieg weiter. 18 Millionen, noch riesiger als erforderlich. Vom Welt-BIP, da sind wir noch ganz schön niedrig. Aber wir haben ja fast die 1-Billion-Marke geknackt. Soldaten haben die auch ganz schön wenig. Ich bin stärker als Russland, also. Ja, mal kurz gucken, wie stark bin ich denn überhaupt? Wie stark bin ich überhaupt in irgendwelchen Rankings? Einwohner Platz 7. Okay, geht so. In der UN sind wir drin. Wer ist denn nicht in der UN? Kosovo und Palästina müsste es sein. EU, wie sieht die denn jetzt aus? Uiuiui. Guter als sie sein sollte. Kroatien ist falsch, die sind schon Eurozone. NATO-Gebiet. Ja, hat sich auch geändert alles. Ist ja klar, wenn jeder austritt oder rausgeht. So, Geburtenrate. Haben wir eine tatsächlich sehr hohe. Aber sie ist niedriger geworden, ja. Obwohl gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Migrationswanderung. Es emigrieren sogar schon welche zu uns. China gehen ja meist Leute weg. HDI war schon mal schlechter, ja. Was? Aber sind wir auch noch ziemlich. Was sind wir denn jetzt hier? In Weißrussland. War aber immer noch ziemlich niedrig. Also könnte wirklich besser sein. So, Inflation, wie sieht's hier aus? 2,27%. Es ist Nein, das kam unser von mir. eingeschleuster Agent. Welcher Feind? Kasachstan, Lettland. Jetzt alle Krieg miteinander. Das heißt, der Dritte Weltkrieg fing an mit Russland gegen NATO. Und jetzt ist Ostblock gegen NATO. Oder der neue Ostblock, eher gesagt. Als ob die Steuern nicht so viel bringen. Was stimmt, ich wollte auch in der Folge die neuen Steuern einführen. Hier. Cannabis-Legalisierung. Haben wir es gemacht oder haben wir es noch nicht? Haben wir gemacht. Stimmt. Ich hätte es vorhin noch eingeführt. Ich würde sagen, wenn wir hochzimmern können, dann zimmern wir auch hoch. Und da seht ihr die mächtige Macht. Dann mache ich das aber auch gleich noch, den Haschisch-Sektor verstaatlichen. Der hat jetzt schon so einen riesen Wert. Dann gehen wir schon mal als Minderheitsaktionär rein. Das kostet jetzt schon Schweine viel Geld und ist dann nochmal viermal so viel. Wer hat denn kapituliert? Mit Ergriffenheit und Stolz verkünde ich die Kapitulation jener, die gestern noch von der Vorstellung getrieben wurden und Ja, das kenne ich ja, aber wer denn? Ist er mit Russland noch gemeint oder was? Das finde ich komisch, wenn das hier alles so. Wann sind denn Wahlen?
7.7. Boah, 2 Wochen ungefähr. Steht denn so eine Nachricht in der Zeitung? Haben wir noch gar nicht, glaube ich, gemacht. Teilnahmestaats, Geheimdienst. Oh. Gesundheitswesen. Wie sieht's denn bei uns aus? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal kurz die Cannabis-Steuer. Ich kriegen wir die glatte 5 Euro hin. Kriegen wir hin, okay. 8 Euro. Kriegen wir hin. Dann werden wir auch 15 Mischungen bekommen. Kriegen wir nicht, aber 12. 12 bestimmt. Erstmal ein bisschen zu knapp, dann machen wir doch 10 aus. Aber die paar Milliarden, die lohnen sich ja auch schon. Pornografiesteuer, 4%. Gibt immer gut Beliebtheit. Dann können wir uns vielleicht eine schöne Jahresabrechnung basteln. Aber die Folge geht ja auch leider nicht mehr so lange. Von Kurland. Infolge ihrer Investition. Ist ja Kurland. Jetzt gehen die Folgen übrigens wieder ein bisschen kürzer. Ah. Ist das russisches Gebiet oder was? Ach, Riga ist unabhängig. Nee, hä? Was? Ich hab ein neues Gebiet bekommen? Ach, das ist mit der Kapitulation Oh, was ist denn jetzt los? Warum gehört das Gebiet jetzt mir? Obwohl, nein, das macht gar keinen Sinn, hä? Das vielleicht so, weil Russland einen Annexionsvertrag gemacht hat, aber macht ja gar keinen Sinn. Weil dann könnten die das ja nicht nehmen können. Jetzt gehört hier uns einfach ein Gebiet. Mitten in... Mitten in Europa. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte keine Überseegebiete. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Ich habe gar nichts gemacht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, woher. Habe ich irgendwas gemacht? Wie ist Budgetüberschuss? Naja, geht so. Na, jetzt gibt es wahrscheinlich auch einen schönen Budgetüberschuss. Flüchtlingslager. Diese Wichtig. Das ist doch scheiße. Wo kommt denn das jetzt her? War das gar nicht. Mit Vergnügen. So ein Schrott. Ja. Die gehen auch schon wieder ab. Ich baue für euch nichts. Kann abhauen. Mit wem haben wir jetzt schon wieder Stress? Mit Estland. Aber warum? Ist die Bevölkerung, also unser BIP ist ganz schön gestiegen. Und die Fläche ist minimal. Bevölkerung? Okay, doch, um ungefähr fast 2 Millionen. Bevölkerungswachstum. Aber ist ja doof, jetzt müssen wir da hinten auch noch versorgen. An einem Stück, was ganz weit weg ist. An Migranten wächst. Aber ich kriege mir dadurch mehr Migranten, wenn wir jetzt in Europa auch sind. Die nächsten Terroristen sind weg. Können wir ja bald sogar mit der Terrorbekämpfung aufhören, das ist schön. Also ich finde, so wie das Projekt gerade läuft, so kann es gerne immer so weitergehen. Wir sind erfolgreich. Wir haben genug Geld. Am Anfang hatten wir so ein fettes Minus, jetzt haben wir so ein schönes Plus. Ich sag zwar, irgendwann werde ich schon mal in die Tasche greifen müssen und ein bisschen Geld ausgeben. Nur so schlimm, wie es gerade ist. Angesichts die... Also ist gerade nicht schlimm, so meinst du. Ich ja. Es ist das Wachstum. Boah. BP-Anstieg. Also, das war ja schon schön, aber das. Von 700. Wir haben über 200 Milliarden dazugekommen. Schön. Schick, schick, schick. Staatsüberschuss. Und das, was das Schönste ist mir gar nicht aufgefallen. Falls wir mal Strom brauchen, wir können es von unseren Nachbarländern ankaufen. Die Nachbarländer heißen Europa. Also das Land nicht, aber. Sie liegen in Europa, so.
Hier vielleicht ein bisschen Geld. Oh, hier ist jetzt schon teuer geworden. Sieht es denn eigentlich aus? Unterernährte Bevölkerung geht immer weiter runter. Das BP steigt. Das ist schön. Schön, 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 schön. Waldfeuer. Jetzt müssen wir uns auch noch auf sowas konzentrieren. Oh. Auf. Was? Warum? Umweltverschmutzung. Wir haben keine Umweltverschmutzung. So, Steuerleistungen. Vielleicht können wir die jetzt auch schon mal machen. Es ist mir gerade noch ein bisschen zu viel Geld. Was für einen Überschuss haben wir denn jetzt? Schulden werden auch immer schön abgebaut. Das ist ein von 10 Milliarden. Ja, dann würde ich sagen, investieren wir gleich mal schön in Cyberschutz. Politische und Sittenpolizei, weg damit. Das Geld kann mal ein bisschen die öffentliche Sicherheit. Jetzt investieren wir mal ein bisschen in Sicherheit. 200 Millionen stelle ich bereit. 250 Millionen stelle ich bereit. Drogenpolizei. Das ist teuer. Ja, dann nehme ich bei der Drogenpolizei ein bisschen was raus. Zu viel Drogen sind zwar nicht gut. Daher, dass wir jetzt ja immer mehr legalisieren. Aber Sicherheit ist auch wichtig im Land. Aber wir haben ganz schön viele Polizisten. Vielleicht sollten wir mal ein paar Polizisten entlassen. Kriegen wir den Haushalt wieder besser hin. So, Folge ist ein paar Minütchen schon rum. Haben wir schon fast viel geschafft? Alles. Ist so gruselig, was mit Russland passiert ist. Sind einfach zu so einem riesen Monster geworden, was ihn aufisst. Die Drogensucht. Ja, ja. Die Abstimmung hat statt. Ja, haschig, das, der Sektor wird schön viel Geld einbringen. Wer war jetzt erstmal warten, bis die Steuer durch ist? Am 7.7. Ah, am selben Tag wie die Wahl. Da werden wir jetzt auch gleich mitfiebern müssen. Einer meiner Männer konnte. Er bleibt ein treuer Verbündeter von uns. Die Abstimmung hat. Ich aber nicht denke. Ich glaube, sie werden. Starker Vorsitz, autoritärer Vorsitz. Ja, ist auch mal interessant eigentlich. Es ist aber so komisch. Warum haben die auch Riga bekommen? Aber ich den Rest. Oder? Die haben mir das gegeben, vielleicht so geschenkt oder so. Oder weil mir das Gebiet einfach gehört hat. Deshalb habe ich einfach ein Stück abbekommen. Aber die Städte selber gehören Russland. Das ist halt das Verwirrende. Ja, scheinbar sitzt noch meiner auf dem Tisch. Die Abstimmung hat. Hatte ich Gefühle? Ich muss dir. Das Gebiet wird ja scheinbar nicht mal durch mich kontrolliert. Das Gebiet schon, aber die Städte nicht. Die Städte gehören zu Russland, das macht gar keinen Sinn eigentlich. Kann ich die Länder vielleicht verschenken oder so? Ihr Kurland. Schade. Und es wird haschig, kommt. Wir haben wir über sonst mehr einen. Ah, haben wir doch. Der allererste Staatssektor, der denn existiert. Das gibt's aber bestimmt. Für die Beliebtheit. Oh ja, geht so. Die Lohnerhöhung wäre vielleicht wär ganz gut für irgendwelche Leute. Mindestlohn vielleicht. Ja, Landwirtschaft ist ganz schön wichtig jetzt geworden. Ich weiß gar nicht, was da los ist. 20 Euro. Doch, wenn scheint schon besteuern war. Die Drogen gibt es ja nicht zum vergünstigten Preis. Alles wird hier versteuert. Fertig.
Haben sie es eigentlich, haben sie abgelehnt oder was? Ah nee, stimmt, habe ich ja gar nicht gemacht. Weil sie mir sonst auf den Kopf spucken. Und sagen, no, das geht doch nicht. Ist auch verständlich, man kann ja nicht die Steuern erhöhen, wie man will. Es ist wahr. Dann gucken wir schnell nochmal hier. Ach, wir haben nur noch eine einzige Organisation. Ja dann. Ja, mal gucken, wie wir hier... Aber wir können das nur abbezahlen, das. Das ist viel zu viel. Ich habe nicht so viel übrig. Oder habe ich den Überschuss schon ausgegeben? Wo ist die Haushaltsreserve hin? Ist das passiert? Habe ich was gebaut gerade eben, oder? Wo kommen die ganzen Schulden her? Ich komme einfach aus dem Nichts. Ich habe jetzt gekauft. So ein Scheiß wirklich. Demokratisch, ja, schon. 900 steigt immer weiter. Ich muss sich ja mal die Steuern ein bisschen anheben. Angst haben wir. Unsere Sport. Ah, Olympische Spiele. Ja, solche, durch solche Turniere fällt mir wieder ein, dass ich in Sport investieren muss. Dann mache ich das jetzt mal. Das ist nicht so teuer und man bekommt gute Beliebtheit dafür. Und was mir auch mal aufgefallen ist, als ich die Videos noch angeguckt habe, wie manchmal gibt es so diesen Bug, dass alles so nachhängt in der Aufnahme. Aber wenn ich hier so spiele, ist das gar nicht bei mir. So aussieht, als würdest du nachruckeln oder so im Spiel. Ich weiß es auch nicht. Olympische Spiele. Nur die Investition wird jetzt nichts mehr bringen, aber trotzdem. Landwirtschaft wird immer wichtiger, wird es gerade auch schweinteuer oder was ist da los? BP sinkt. Ja, wahrscheinlich der Service-Sektor geht hoch. Ah, ist auch im Tiefflug. Ja, wo geht denn sonst das Ganze hin? Energie vielleicht? Wir haben uns ja auch Energie geerbt, sage ich jetzt mal, wa? Ja, dann muss ich das hier mal kurz reparieren. Wartet mal. Ach so, wir haben sogar alle Soldaten geklaut. Ich speichere erstmal. Hier 12. Test machen wir jetzt wieder. Und danach ist die Folge rum. Und schon fast wieder eine halbe Stunde. Von wegen, die Folgen werden kürzer. Aber naja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit der Welt. Lieber jetzt noch spielen, als wenn es später nicht geht. Die Djibouti können wir dich auch mal als Verbündeten reinholen. So. Dann versuchen wir das Spiel mal wieder zu reparieren. Bum, 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 bum. Coole Soundeffekte. Kosovo möchte ich nicht bombardieren. Ich möchte auch keine zivilen Sachen bombardieren. Den kürzesten Weg. Natürlich, wenn die jetzt gleich die Wahl gewinnen. Das sind US, ja, ist US. Oh Gott. Das meine ich jetzt hier. Es ruckelt auch ein bisschen. Also das bringt jetzt in Sport investieren immer voll viel Geld, aber irgendwie. Also mal gucken, wir hatten auch hier auch recht viel rein investiert. Das ist Milliardenbereich. Oh, halbe Milliarde. Milliarde in Dingsbereich. Krankheitsbekämpfung. Ja, ich mach das lieber gleich. Und zum Glück ist Libyen nicht stark, sonst würde ich mich wahrscheinlich abschießen, wenn ich über die fliege. Jetzt müssen wir gleich neu berechnen. Noch eine.
Bonn und China gleich. Uiuiui. Die Streitkräfte dieser China-Mensch, bitte. Ich hoffe natürlich, dass ich... Oh nee, ich hoffe, dass ich bei der UN ein Veto einlegen kann. Also ich selbst nicht, aber ich hoffe, jemand legt für mich ein Veto ein. Und erstmal mal ein Friedensvertrag. Friedensvertrag, annektieren. Die Gebiete kriegt ihr. Die beiden teilen sich die besetzten Gebiete entsprechend der Liste auf. Aha, okay. Ich möchte annektieren lassen. Beide Länder teilen sich die besetzten Gebiete entsprechend der... Achso, nee, aufteilen nicht. Russland darf die jetzt annektieren. Schließung der Pipeline. Ah, ja, ja. Der Verträge. Krieg. Okay, ist okay. Die Abstimmung hat... Das nimmt doch einfach an. Ich schenke euch Gebiete. Danke. Ah, gut, so. Immer wieder gefixt. Jetzt ist zwar unser BIP gleich wieder Schrott. Aber naja, so haben sie wenigstens ihr Gebiet. Aber so sieht das irgendwie auch hübsch aus. Doof ist halt nur das hier. Ukraine kriegt 2.0 vielleicht. Bitte nicht, kommt schon. Bitte, nein. Krieg ist doch vorbei. Auch Russland, was ist denn los? Aber ich dachte, Russland ist auf unserer Seite. Ist vorbei, ihr müsst mich nicht sanktionieren. Die Abstimmung hat stattgefunden. Oh, meine Güte. Nur weil ich das Spiel reparieren wollte. Uiuiui. Aber was ist denn jetzt? Achso, die haben wahrscheinlich zwei Wahlrunden, deshalb. Jetzt wird aber wieder abkacken, weil es ist B. Wir haben jetzt aber mehr als davor verloren. Wir haben 700 Milliarden davor gehabt. Ja, wegen den Sanktionen. Einen neuen Präsidenten oder was? Indien, nein. Tatsächlich, Macron ist weg. Stimmt, der darf ja auch gar nicht mehr. Der war ja schon genug dran. Portugal, was mit euch? Rühm mich allen wieder nicht. Das erhöhte Risiko. Zu wenig Forscher? Stimmt, die Forschung wollte ich auch immer investieren, aber ich habe es nicht gemacht. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt haben wir wieder unsere alten Werte. Ach, stimmt, wir haben ja die Universität gebaut. Stimmt, jetzt muss das Bildungssystem bestimmt auch besser sein. Nicht gleich auf 1000%. Aber ein bisschen. Der Studenten, ja, steigt. Wissenschaftler, super. Und jetzt alle Gesetze durch. Also Steuer ist jetzt durch. Bildungspolitik, ja, Bildungspolitik ist halt wichtig. CO2-Mission gehen auch immer. Ja, jetzt haben wir unser 1 BIP wieder gut. Ja, Sachen, die man eigentlich nicht machen möchte, aber machen muss manchmal. Inflation steigt schon wieder. Oder hält sich eher oben. Unser ganzer Kurs ist gecrashed. Das ist doof. Ja, naja, so können wir die Inflation auch leichter wieder kämpfen. Ah, Mann, Mann, Mann. Direkt neue Gebiete, trete ich sie direkt wieder ab. Aber ich glaube, es war auch besser, sie abzutreten. Weil die Gebiete gehörten nicht bei mir. Und ich muss sie trotzdem bezahlen. Was ist das für ein Scheiß?
Wer gehören mir die Gebiete oder gehören sie mir nicht? Steuerflugtickets? Ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube, das geht zu sehr jetzt drauf. Aber die Grundbesitzsteuer könnte man umändern auf 20. Die Folge ist jetzt die Steuerfolge. Erbschaft weiß ich auch nicht. Aber die Leute sind reicher geworden, Nigeria, kann das sein? Ging plötzlich mehr aus der Erbschaftssteuer aus. So 18%. Also ein paar Millionen kriegt man ja immer mal. Die Abholzungssteuer, gut. Können wir auch mehr gegen Abholzung halt machen. Umweltsteuer. Hier. Ich suche gleich auf 2%. Joa. Aber zu sehr einschränken dürfen wir auch nicht. Schon wieder. Ich suche gleich eine 40-Minuten-Folge. Man vergisst die Zeit wirklich. Machen wir jetzt schnell noch die Gesetze durch und dann Schluss für heute. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt und ermordet. Ja, darum kümmern wir uns auch nächstes Mal noch mal ein bisschen. Habe ich doch gesagt. Weiß ich, habe so wenig Polizisten jetzt. Wenn ich das Kriminalitätsrate. Ja, die geht trotzdem weiter runter. Das ist ja super. Ja, scheinbar alles richtig. Aber wie sieht es soldatenmäßig aus? Ja, das würde ich nochmal gerne bestätigen. Wir haben jetzt mehr Panzer. Wir haben die Panzer von... Das erhöhte Risiko... Von Litauens. Nee, von Lettland. Von Lettland. Wir haben Litauens Panzer geklaut. Ich meine... Lettlands Panzer. So. Die Abstimmung hat... Also ja, langsam kommt der Stein ins Rollen hier. Weiß ich mal so ein paar Sanktionen auf mein Land und ich bin direkt so tot. Die Abstimmung. Was ist das jetzt? Wer hat kapituliert? Belarus hat kapituliert. Die Abstimmung hat. Einkommensteuer haben wir gleich gemacht. Ukraine, was wäre es da jetzt? Ah, Zentrum, das bringt mir nicht so viel. Obwohl ihr. Was passiert denn mit Weißrussland? Slowakei besiegt Weißrussland. So. Oh nein, ich habe es weggeklickt. An die Grundbesitzsteuer habe ich weggeklickt. Och, ja, die Kommunistin hat gewonnen, oder? Nee, autoritär rechts. Oh Gott. Nummer 47. Sie sind sich. Ich nicht so gut. Die Abstimmung. Stimmt, wir haben ja noch da die Botschaften geschlossen. Ja, dann machen wir das auch noch ganz schnell für die Folge. Das macht man ja mal so zwischen Malta. Botschaftsöffnung, gut. Sollte sich unser Verhältnis ja auch bessern. Weil so ein mächtiges Land, ja, das können wir nicht mehr ignorieren. Zwar dafür auch schon mächtig, aber nicht so mächtig. Was ist denn gerade mit der öffentlichen... Oh, nee. Jetzt wiederholt es sich ja schon wieder. Die bleiben jetzt besetzt. Ja, die bleiben besetzt. Gut. Oh, nee, also diesmal mische ich mich nicht ein. So schwach wie Russland Tag. Ist, halten die das eh nicht lange durch. Wollen uns chemische Produkte verkaufen? Zu welchem Preis? Ja, das ist ja wirklich kein schlechter Preis. 100.000, brauchen wir überhaupt so viel? Ja, brauchen wir. Gerne. Huch. Danke, Monsieur von Malta. Ja. Also, ich hab zwar mir gewünscht, dass die Krieg machen, aber ich meinte nicht gleich mit der USA. Und heben wir jetzt die Sanktion auf. Hey, was ist denn... Warum will sich denn jetzt Kim und mit mir treffen? Was geht denn jetzt ab? Ja, dann treffen wir uns halt mit ihm. Meine Güte.
Ja, also ich habe die Sanktionen weg. Oh, militärische Drohungen. Ist ja wegen der NATO wahrscheinlich. Inflationsanstieg. Wer hat kapituliert? Ungarn. Was gemacht? Wahrscheinlich Russland, oder? Schwach wie die sind. Die Weißrussland schon wieder. Oder Slowenien? Die Slowakei war das. Nee, Weißrussland war das. Guten Tag. Oh Gott, das ist so verwirrend. Eis wollen sie verkaufen. Plötzlich will jeder mit mir handeln. Mit mir zu handeln heißt nicht, dass man mehr Geld bekommt. Das war mein erster Versuch. Nein, danke, mein Geschwür. Und ist scheinbar weg. Ja, eine. Unser Land wird Genau, ja. Die Strömungen, die kenne ich. Slowakei, ja. Relative Energieunabhängigkeit, ja, sind wir doch. Super. Relativ unabhängig. Ich glaube, das wechselt jetzt Belgien und Ungarn. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich glaube, das spielen wir nur noch Krieg. Ah, die ganze NATO zerbricht einfach. Ich glaube, bei dem Chaos können wir jetzt endlich. Ah, ja, ja, ja. Danke, danke. Da will man aufhören und kann es schon wieder nicht. Schlimm, wirklich. Schlimm, 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 schlimm. Wer ist in Russland an der Macht? Immer noch derselbe, immer noch dieselbe. Deutschland und Belgien. Also. Naja, langsam. Unser Eingeschlossen. Geht es, glaube ich, nicht mehr darum, jemanden zu besiegen, sondern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Es ist einfach nur noch kaputt. So, Entwaldung konnten wir sehr gut schon wegschlagen. Cyclingquote immer besser. Okay, CO2. Dann haben wir bestimmt jetzt die Dinge abgebaut. Gut. Thomas Fossilien sind wir jetzt auf Null. Wir sind jetzt also, was Strom angeht, klimaneutral. Also dann, CO2-neutral. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich weiß, es war wieder eine viel zu lange Folge. 40 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht ganz verlesen habe. Oder 35 mindestens. Aber naja, haben viel geschafft. Bildungssystem, Gesundheitssystem wollte ich. Gewerbesteuer haben wir nicht angeführt, das ist ein bisschen reich geworden. Wir haben unser Land gefixt, Gebiete abgetreten, ja. Und ganz viele Kriege. Aber naja, dann, ja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.